Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich hatte gerade ein kleines Problem mit dem Mikrofon, weil ich habe hier zwei Stück angeschlossen gehabt und ja. Deswegen sind wir schon hier drinnen in dem Bild. Zurück zum Spiel. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall Futter, deswegen werde ich erstmal hier ein bisschen drinnen warten und werde das als Suchlauf machen. Sonst wird das ein bisschen langweilig. Also ich sage mal bis gleich, bis ich abfahre. Ich werde mal meinen Garten jetzt erweitern. Das dauert mir so lange. So langweilig. In der Zeit kann ich ja was machen. Nicht die ganze Zeit warten. So. Oh, wir haben hier Granit. Packen wir das weg, das weg, das weg. Eisenerz, Eisenerz. Machen wir Eisenerz. Können wir. Ach, manchen hier. Das weg. Eisen. Granit. Bruchstein. Erdebruchstein, den brauche ich auch. So, dann bauen wir mal jetzt ein bisschen weiter an. Habe ich keinen Hunger. Mit Zucker kann ich nichts machen. Ich könnte zwar jetzt noch Fleisch haben, aber nee. Zombies jagen könnte ich auch noch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich renne wieder in der Höhle rein. Oder? Oh. Ja, letztens beinahe gestorben. Pilze. Die könnte ich auch noch anbauen. Das mache ich dann nächstes Mal mit den Pilzen anbauen. Da fehlt mir sowieso noch der Fliegenpilz. Champignons habe ich jetzt ja hier. Und ja,
Da kann ich rosa Farbe nehmen, dann Hasen. Für Hasen brauche ich Karotten, damit ich eine Hasenfarm machen kann. Immer gar nichts drin. Ah. Schauen wir mal hier die Erde. Warum ist da so wenig? Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ich bin traurig. Granit brauche ich nicht. Oh, ich habe doch Steine. Warum will ich da wegrennen? Schaufel. Ah, ich bin heute irgendwie wieder ein bisschen durcheinander. Ein bisschen durch den Wind. Oh, jetzt muss ich wieder hacken. Hacken, hacken, hacken. Machen wir es jetzt so hier. Ein Skelett. Ich bin in Gefahr. Ich war hier schon mal drin. Das kommt mir so bekannt vor. Hier ist Eisen. Ah, klar war ich hier. Das ist die Höhle, wo ich hier angefangen habe. So, das ist doch schon mal gut. Dann bin ich halt jetzt wieder in der Höhle. Und zwar wollte ich noch nicht hier reingehen, weil ich brauche noch ein bisschen Futter und noch so andere Sachen, vielleicht ein bisschen. Ich höre schon mal einen Zombie. Hier irgendwo in der Nähe, bestimmt hinter der Wand.
besser springen. Zu spät gedrückt. Oh, ein Creeper. Oh, ganz viele Zombies. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, schon mal ein bisschen Futter. Ich mag die Viecher nicht. Die machen immer alles kaputt. Ah, schön. So, die lasse ich hier, die Pilze. Vielleicht kann ich das jetzt als Pilzfarm hier benutzen. Ja. Ja, noch einer. Okay. Wir machen erstmal Eisen mit. So, jetzt noch mal kurz schauen, wo ich hergekommen bin. Also, nein, das war schon mal nicht. Aber Kohle können wir mitnehmen. Bisschen zu tief verfahren. Habe ich den noch da?
Das habe ich noch. So. Dann rennen wir hier wieder hoch. Da ist Eisen. Ich glaube, da war gerade ein Creeper. Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen. Ein Zombie. Yippie. 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 Ja. Kommt doch der her. Oh, bin ich erschrocken. Ah, Schock. Stand auf einmal hinter mir. Ich glaube, der ist genau hinter mir gespawnt. Ich weiß nicht. Bruchstein, wo kann ich noch was verschließen? Von der Seite vielleicht noch mal was. So, dann gucken wir nochmal. Hier war ich, hab das Licht gesehen. Weiß ich, ob das Licht? Nein, das war nicht das Licht, das war ein anderes Licht. Das war das Licht, was ich gesehen hatte. Ich kam von... Von wo kam ich denn? Ach Mensch, Stefan, schon wieder. Nicht aufgepasst, einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Da oben ging es ja nicht, da habe ich alles zugemacht. Aber ist anders. Ich renne hier einmal kurz lang. Unseren Haupteingang, wie ich den jetzt mal nenne, und werde den Nebeneingang verschließen. Ich brauche da noch ein bisschen Erde für. Ein bisschen haben wir. Ob die reicht? Ah. So, was wäre das? Dann hier die Fackel mitnehmen. Ist ja noch was. Was war das gerade für ein Geräusch?
schaue noch mal kurz hier nach, ob ich irgendwie was übersehen habe. So wie die Kohle eben gerade. Aber ich denke nicht. Granit, brauche ich nicht. Da oben ist meine eine Fackel. So, jetzt haben wir meine Fackel wieder. Kein Schwert. Stimmt, ja, mein Schwert ist kaputt. Jetzt muss ich dir noch ein Schwert machen. Ich habe nur ein Eisen. Nein. Na egal. Ich habe jetzt erstmal die Nebenhöhle da verschlossen. Das kann ich da lassen. Geht das hier hin? Okay, hier unten ist Blume und Wiese, also geht's da bestimmt raus. Mal gucken. Ne. Eisen. Eisen ist auch ganz okay. Ich glaube, ich habe jetzt schon so viel Eisen, dass ich eigentlich gar kein Eisen mehr brauche. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es da unten hingeht. Finde ich vielleicht meine nächsten Diamanten da unten oder nicht? Das ist hier die Frage. Oh, wie ist es? Wer ist das nochmal? Lappan? Lappi? Lapis la Zuli? Lapis la Zuli? Aber wenn man das ausspricht. Jetzt muss ich irgendwie wieder hochkommen.
Ich hätte nach rechts gemusst. Was für ein Zufall. Ich war hier schon mal. Da hinten muss mein Haus sein. Oh, du solltest da nicht hin. Drache? Ich habe noch nie Drachen gesehen. Oh, falscher Knopf. Ich habe noch nie Drachen gesehen. Ich habe keinen Schuss mehr. Was soll ich denn machen? Hilfe, Drachen! Was macht man denn bei den Drachen? Kommen die? Wollen die mich töten? Kein Essen mehr? Doch, da. Wie kämpfe ich gegen die am besten?
sind die? Da. Da. Oh ja, der letzte. Meine Güte. Komm her, komm her. Hey, yo, ich bin hier. Meine Güte, das habe ich auch noch nie gesehen. Drachen. Ist ja auch mal richtig cool. Der eine hat irgendwas verloren. Was sind das, Gehirne? Phantomhaut. Hm. Da muss ich mal nachschauen, was man dann machen kann. So. Hallo. So, jetzt drehe ich nochmal kurz zurück. Ich muss mal schauen, was jetzt meine Farben dort macht, weil ich brauche Essen. Essen, Essen, Essen. Und ich muss vielleicht mal in mein Dingens. Oh, guck mal, jo, Essen, da ist viel Essen. Ja, oh, wow, scheiße. Scheiße. Sind die immer noch da? Ah, die sterben. Puff, puff, puff. Oh. Das war knapp. Das war richtig knapp. Aber erst Level 27. Was macht man gegen die Drachen? So, jetzt will ich mich erstmal hochheilen wieder. Nebenbei immer noch was farmen. Und dann will ich da erstmal gucken, was mit der Haut da von denen hier ist. Wofür man die gebrauchen kann. Dann will ich mir nächstes Mal vielleicht nochmal für meine Pilze eine kleine Farm anlegen. Also ich spiele ja hier auch nicht in Hardcore-Modus, also sprich, wenn ich tot bin, könnte ich nochmal von neu weiterspielen, nur ich wollte dann
den Vlog hiermit beenden, den Vlog, die Runde mit Minecraft beenden, dann will ich was anderes spielen. Ich weiß noch nicht genau, was ich dann spielen werde. Auf jeden Fall was anderes, kein Minecraft. Lass das jetzt erstmal nur wieder, um ein bisschen zu spielen. Ach, Zuckerrohr wird hier unten hinpacken. Zuckerrohr, Heu. Kohle kann ich auch noch unten hinpacken. Der bleibt hier. Die Hake bleibt auch hier bei mir. Eisen kann hier rein. Erde. Wir können unten ein bisschen Erde reinpacken. Der Granit bleibt hier. Die bleiben hier. Das kommt auch nach unten rein. Das brauche ich. Da muss man nachgucken, was das ist. Phantomhaut. Was man damit alles machen kann. Erstmal brauche ich aber wieder volles Lehm. Volles Leben. Ich hoffe, dass ich bald eine Kartoffel finde, dann kann ich hier Kartoffeln anbauen. Oder Kürbisse. Kürbis und Zucker, kann ich ja Kürbisbrot machen. Fehlt da nicht nur was? Kürbiszucker? Ah, da muss ich auch mal nachschauen. So, noch ein Brot. So, jetzt auch schon mal wieder das ganze Leben voll. Wenigstens etwas. Erde. Dann mache ich nochmal hier schnell die Stufe so hin. Hier eine schöne Treppe hinbauen, dass ich immer gleich so hoch rennen kann. War ja schon vorher eigentlich eine, aber ich fand dieser ein bisschen doof aus. Jetzt möchte ich sie ein bisschen verschönern. Der muss da noch weg. Kommen wir jetzt hier hoch hin. Hier hoch hin. Hier hoch hin. Hier hoch hin. Ja, das wär's. So, ich mache mal Schluss mit der Runde für heute. Ich hoffe, das war lange genug. Ich weiß jetzt nicht. Hier steht 48 Minuten. Ich habe da ja noch einen kleinen Vorspiel, wie ich vorhin gewartet habe. Aber ich denke, das wird passen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.